Ach, es ist mal wieder soweit. Pape ist gerade aus Mexiko von sehr bald in seine neue Fernsehserie, mein Freund Winnetou, zurückgekommen. Natürlich waren geplant. Leiden wir neue Abenteuer entgegen. Ein weiterer Höhepunkt wird erwartet.
Ermordet.
meinem Wagen über die Messer der Probe gekommen. In der Ferne sah ich aber. Ich beobachtete sie durch mein Fernglas und sah, dass sie Kriegsfahrt sind. Teja-Matai, wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es meinen roten Brüdern und Schwestern? Lange Schatten liegen über den Felsen der Asche geworden. Zwei ihre Krieger wurden getötet. Apachen waren die Leute. Apachen wurden Krieger der Asche, die uns getötet haben? Sie haben keine Kriegsfahrt angelegt. Hat der Tah-scha-tunga darüber mit den Apachen gesprochen? Der Tah-scha-tunga ist nicht mehr Häuptling der Asche geworden. Der Tah-scha-tunga ist für die ewigen Jagd in der Hand gekehrt. Die jüngeren Kriege führen jetzt das Rock im Stamme der Asinibon. Und wer ist jetzt euer Häuptling? Parranoh. Parranoh? Ich kenne keinen Krieger dieses Namens. So, wirst du ihn jetzt kennenlernen? Hier ein Weißer seit Häuptling der Asinibon? Lass dich nicht erkannt. Wer bist du überhaupt? Man nennt mich Old Shatterhand. Old Shatterhand? Der Freund Winnetou, der Freund der Apachen, die unsere Krieger ermordet haben? Apachen, die unsere Krieger ermordet haben? Das glaube ich nicht. Du wagst es nicht, von meinem eigenen Stamm eine Lüge zu nennen? Das kommt so am Mann, Herr Halbüß. Binde dich aus! Ich sehe die Krieger der Asinibon kommen, Herr Lord. Ich werde zu den Apachen reiten und sie fahren. Und dann fahren wir los. Wirst du deine Behauptungen reiten müssen? Das ist zwar nicht so schnell wie Herr Tiefler, aber aus seiner Ruhe kommt verdient. Ich komme nicht von dort. Asinibon hat mich überfallen, in große Gefahr. Du musst helfen, Liz. Lass uns allein darüber sprechen. Herr Gesandte, Gatter Männer. Auch viele du brauchst hier für deine Tode. Meine Krieger werden dir ein Pferd geben. Es ist so schön, mein Bruder, dich wieder zu sehen. Du bist lange nicht mehr bei den Apachen gewesen. Viele Winter sind seit dem Tode Ribannas vergangen. Wie mit was versucht, den Spuren des Mörders zu folgen. Er hat überall im Süden und Westen gesucht. Manchmal war ich sicher, ganz nah hinter dem Mann zu sein, der sich zum Philippe nannte. Nicht. Dann musste ich die Suche nach Ribannas Mörder aufgeben. Aufgeben, warum? Weiß. Immer mehr reiche Männer drangen in das Land des Toten Mannes ein. Sie suchten Gold, sie suchten Öl, vor allem aber wollten sie unser Land. Wir wissen, dass die Weiße sich für Öl brauchen.
und die, die uns fassen, durften unsere Ölfelder ausreuten. Aber immer mehr Weiße kamen, die uns nicht fassen. Sie drangen in die Gebiete der Wakatschen, der Navajos, der Comanchen ein, töteten das Wild, zerstörten unser Land. Auf diesem Grunde ritt Winnetou mit Kiki Morris und ihrer Wolf zum Weißen Vater nach Washington. Und hat sie etwas erreicht? Es war schwer, die Bleichgesichter vom Rest des großen Mannes zu überzeugen. Sie glauben, dass wir immer wieder sinnlos das Kriegsfall ausbrachen. Ich befürchte, sie werden bald wieder in ihrem Vorurteil gestärkt werden. Sie haben Kiki Morris mal das Kriegsfall ausgegraben. Sie sagen, dass Apachen ihre Kriege getötet haben. Das ist unmöglich. Die Apachen werden niemals ohne Bodenkrieger lassen, die von uns töten. Sie sind ihre Feinde. Ich weiß es. Aber sie haben einen neuen Häuptling. Parranoh. Parranoh? Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Er ist auch keiner Pinibold. Wer ist das? Weiß er? Ja. Und da sind die Pinibold noch einen gefährlichen Weg, wie du. Ich will Ihnen erklären, dass die Apachen weiter ihre Freunde sind. Mein Bruder Adam und meine Mutter wollte doch dann auch nicht machen. Wir werden schon doch zusammen zum Dorf der Apachen reisen. Seite an Seite gegen die Ungerechtigkeit gekämpft. Die Apachen waren immer die beste Freunde der Assiniboine. Und seit 10 Jahren verfolgt Winnetou den Mörder Ribanna. Ribanna, eure Schwester, die Tochter des großen Tah-scha-tunga, Häuptling der Assiniboine. Ribanna, die Winnetou liebte und nie vergessen wird. Warum, Teja-Matai, sollten die Apachen die Feinde der Assiniboines werden? Warum? Aber sie haben doch die Krieger der Assiniboines getötet. Wer hat das gesagt? Parranoh, unser Häuptling. Parranoh. Aber wer ist Parranoh? Ein Weißer. Ein guter oder böser, ich weiß es nicht. Aber haben meine roten Brüder überlegt, dass dieser Mann sie ins Verderben wird? Haben Sie das überlegt, bevor Sie ihn zum Häuptling gelten? Sag mir, habt ihr das überlegt? Vielleicht hat Winnetou recht. Vielleicht haben die Athenibolds vor alles gehandelt. Parranoh! Ich werde gehen.
aufrückenden Märchen, dass sie immun sind. Manchmal besser sein kann als viele tapfere Krieger. Von hier steht eine alte Kiste, an dieser Stelle. Dort wollen sie den Zug überfallen.
an ferner Wasser. Dort gibt es nicht in dieser Gegend, aber Öl. Und jetzt einer ist, was die weißen Banditen vorhaben. Und die Wasser gibt es ihnen, dort der Vernichtung. Aber warum? Ich befürchte, sie arbeiten im Auftrag einer anderen Ölkompanie. Der Ölpreis ist in der letzten Zeit um mehr als die Hälfte gesunken. Wenn sie diese Ölquellen jetzt trinken, Winnetou, wir müssen versuchen, das zu verhindern. In einer Stunde kommt der Zug von Tiano Rojo vorbei. Wenn wir schneller sind, können wir das erfahren. Wir werden selbstverständlich mitreiten, werden wir großen Abenteuer nicht entgehen lassen. Denn Sam, ihr achtet in der Zwischenzeit auf die Leute hier. Stellt in jedem Fall eine Wache auf. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und vor allen Dingen, bleibt in der Nähe der Fahrt. In Ordnung, Sir. In dieser Richtung liegen die Öllager. Die Indien sollten die Farm überbauen. Mein Bruder wird den Banditen folgen. Ich selbst werde zur Farm zurückreisen. Wir müssen die Eisenbahngesellschaft informieren. Das werde ich tun. Wenn ich den Zug nach die Bahn. Könnt ihr das denn? Aber nicht das Schätzchen. War schließlich früher in England Mitglied des Eisenbahnsportfahrens. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Lauft ihr noch so weit weg? Ach, dass wir euch überhaupt nicht wiederfinden. Auto Dick, du bleibst hier sitzen. Und zwar so lange, bis ich mit ablöse. Und dann tropfen bist du, du bist im Dienst. Was denkst du eigentlich von mir? Erstens trinke ich nie Whisky. Nein. Und zweitens, wo soll ich denn auf meinen Bad kurzen Whisky herbekommen? Na, schon gut, Dick, schon gut. Thank you.
schon wieder überfallen. Er ist zu spät gekommen. Es waren die Artimibon. War auch wieder diese Kerl dabei, den sie Parranoh nennen. Parranoh? Well. Mit keine Narbe? Well, eine Narbe an seinem Kopf von hier zu hier. Eine Narbe? Parranoh? Ist das vielleicht der Mann, den ich seit 10 Jahren suche? Ich muss sofort zu seiner Sinibäume reichen. Wenn wir jetzt befreien, unsere Freunde, werde mein Pferd holen, one moment. Ribanna, wenn das der Mann ist, wir sollen notwendig gereist. Haben auch ihre Mörder umgebracht. Wie tun sie, ich kann jetzt wieder ruhig schlafen. Die Männer und Frauen der Assiniboine haben einen Mann vertraut, der sie nur in Tod und Verderben stürzen wollte. Diese Bleichgesichter hier sind Freunde der Assiniboine, ebenso wie es die Apachen sind. Wir sind uns mögen, dass ich weiß, wie
und wieder mit allen roten und weißen Menschen dieser Gegend friedlich leben, wie mit er. Mr. Winnetou, Mr. Shatterhand, habe gefunden richtigen Schmuck in Old Indiana Grass. Look here! Oh, made in Hong Kong. Oh. Wir passen Warten auf uns. Reisen wir, reisen wir.